Gelaufen irgendwie hier hoch, oder? Tiere. Nee, ist klar. Boah. Also ihr bemerkt schon, ich bin echt verplant. Ich mache jetzt, glaube ich, auch genauso viele Parts, wie ich noch brauche. Für Wochenende. Also bis zum Wochenende und dann nehme ich am Freitag wieder auf. So. Und ich hoffe, er hat dann auch endlich mal Assassin's Creed 3 gedownloadet. Das wäre nämlich sehr schön. Ach, ist... Das sieht doch echt schön aus. Ich weiß nicht, da Schmetterlinge, die zwar nicht fliegen, weil sie es verlernt haben. Oh, komm schon. Komm schon! Aber unregnet, normalerweise ist es doch viel schwerer, einen Schmetterling zu fangen. Also, als hier im Spiel. Da klickt man ein paar Mal und dann hat man die, aber in echt. Boah. Sieht echt geil aus. So, laufen wir hier mal hoch. Ich weiß nicht, man kommt sich hier halt echt so vor wie in der richtigen Welt. Ja, das klingt jetzt blöd, aber ja, sieht einfach geil aus. Fertig. Alter, wer? Er hat mich gerade entdeckt. Das macht mir nämlich Angst. Ich glaube, wir müssen jetzt noch viel drüber. Komm schon. So. Alter, wie geil. Da ist der Wasserfall. Boah, ne Leute, wie geil das hier aussieht. Darunter müssen wir jetzt. Und wie, also später im Spiel gibt es ja dann noch Drachenkämpfe. Was geht denn schon? Warte mal. Mehr Pfeile. Oh. Oh, wurde gesehen. Sehr schön. Mann, beweg dich doch nicht so viel. Komm schon. Oh, du Pussy. Also wie ihr gerade gesehen habt, die... Ja, glaube ich. So. Die Spielecharaktere hier, die kämpfen auch gegeneinander. Wo ist jetzt hingerollt? Ja, wo ist denn noch? Ah. Lobern die? Also die kämpfen auch gegeneinander. Ja. Alter! Leute! Boah, mir fehlt echt die Zeitlupenfunktion. Oh, Alter! Jetzt nein! Halt mich doch. Leben kommt ihr hier nicht raus. Sicher? What the fuck? Wieder gerade so. Gute Eisenpfeile. Gold nehmen wir immer gerne. Stahlpfeile. Ach, geil. Da liegt auch noch einer. Ein Totenbeschwörer gegen drei Banditen, glaube ich war es. Und der Totenbeschwörer hat, hat gewonnen. Stahlschwert, das hier ist doch nur ein Eisenschwert, oder? Irre ich mich da gerade? Ne, ist offenbar auch ein Stahlschwert, gut. Na, rein wir uns mal. So, Bandit, was hast du da noch dabei? Gold, beschlagene Rüstung, gut, aber die beschlagene Rüstung ist auch nicht so irgendwie dumm. Setzen wir da jetzt mal so auf, heilen uns mal. Und weiter geht's. Kommen wir hier durch oder mit? Ja, wir können es rausnehmen. Und langsam geht die Sonne unter. Was aber auch irgendwie geil ist, ne? Der Spielecharakter muss nicht schlafen. Er kann echt ewig hier rumlatschen. Er wird einfach nicht müde. Aber es gibt da einen Mod, aber den werde ich jetzt nicht ausprobieren.
da, also von dem habe ich nur gehört, da muss man halt dann regelmäßig essen, regelmäßig trinken, regelmäßig ja halt regelmäßig schlafen und so weiter und so fort. Ist auch mal ganz cool, glaube ich, aber dann bricht man glaube ich einfach irgendwie zusammen. Ja, das sieht auch schön aus. Speichern und tot namens Ruhmbeck. So, holen wir uns diese seine Gedichte, was die Sänger da wollen. Hier, das ist nix. Und rein da. Stufe 6 sind wir schon, es geht aber echt rackzack. Rackzack. Egal. Es geht echt schnell. Ich schau mal eben auf mein Handy. Wo ist es denn? 16.31 Uhr. Gut. Wie lange nehme ich jetzt auf? So, ein bisschen halt schon, ne? Aber ich glaube für drei Parts. Oder ist es schon drei Parts? Ich weiß nicht. So. Leichen. Speichern. Alter! Ja. Hallo. Okay, gut. Ist offenbar kein Feind oder so. Ich bin noch längst getroffen. Ja, ja, ist auch keiner. Oh ja, ein Drachenklau. Oh Scheiße. Danke! Ah! Mensch, lock. Oh, Scheiße. So, hopp es hier. Pfeil rein. Ah! Alter, kommen die alle her. Oh, ab. Ah, schön. Waren das alle? Gut, looten wir mal. Was haben wir hier? Gold, Knochen mehr und irgendwas, was ich gerade genommen habe. So, was haben wir hier? Nordpfeil, Gold, Begräbnisurne. Boah, ich hätte echt noch den Download aufgehoben, was ich machen soll. Also, damit ich sehe, wie weit der Assassin's Creed Download fortgeschritten ist. Ich mag das nämlich eigentlich morgen spielen schon. Ich wollte schon heute spielen, aber ich glaube, das klappt nicht mehr. So, was hat der Typ hier noch dabei? Nordpfeil Gold. Also manche Brawler, die stehen auch nicht mehr wieder, aber die kann man trotzdem looten. Das sind am meisten halt diese eingewickelten da. Zum Beispiel der da den kann. Aber das sieht man dann auch, weil die Dinger komplett anders aus als die normalen. Jo, so. Der Geist ist ja weg. Okay, gut. Was haben wir hier? Oh, hier ist auch noch eine Tür. Also es lohnt sich echt mal jeden einzelnen Winkel abzusuchen, weil dann findet man mal was und dann ist man auch eigentlich nie in Geldschwierigkeiten aus halt am Anfang. Das ist auch irgendwie logisch. Von hinten habe ich doch gerade was gesehen. Aber es hat keine Heilung. Und Stahl. Schwebt in der Luft. Unlogisch. Ah. Voll unlogisch, ey. Gut. Na nee, gut. Das Spiel ist so riesig. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist braun und nennt sich Geldbeutel. Dann auch noch eine Urne. Auch wieder mit 2 Gold. Nein, 3 Gold. Also wie gesagt, ich werde auch noch ein paar Videos von anderen Spielen machen, aber eher nicht als Let's Play, sondern halt mal so nebenher. Kommt halt an einem Tag mal kein Skyrim. Oh, dieser Geist, ne? Wow! Alter!
Tja, drüber springen. Mal hier was. Schalke Bücher. Hm. Muss doch irgendwas sein, oder? Ja, nein, aber doch nicht. Hey Geist, bleib mal da, ich will dich was fragen. Ich hab so den kleinen Verdacht, also ich habe die Quest ja noch nie gemacht, aber ich hab so den kleinen Verdacht, dass das der Geist vom Baden sein könnte. Nehme ich an, der da unschuldig getötet wurde und drum kehrt er als Geist wieder. Und das. Das sieht doch genauso aus wie diese Wand davon. Aber hier scheint es keinen Mechanismus zu geben. Der drüber steht nicht wieder auf, oder? Nein, aber andere. Yay. Hallo? Na gut, das hat der Brauger. Boah, ich kann ihn nicht aussprechen. Gold, was für neun. So, was ist hier noch? Doch gut. Die sind noch hinter diesen Wänden da, das hört man. Doch. Oh ja, man, like a boss. Also ich muss sagen, ne, das die Killing Moves hier, die sind echt eins der geilsten Sachen an Skyrim. Weil die sehen halt meistens echt geil aus. Warum müssen alle Bücher beschädigt sein, ey? Gibt's doch nicht, die muss man irgendwie öffnen können. Stehst du wieder auf? Ich glaube nicht. Oder? Ah ja, genau die da. Oh, so. Eisenkriegskammer brauche ich auch so sehr. Ja, genau. Finde ich auch. Yay. Sieht richtig schön aus. Gut. Glut, was haben wir hier? Oh, das hat sich so gelöst. Gut, hat der noch was? Nein. Nein, nein. Kette. Wow. Alter. Nein, verfehlt. Hahaha. Von hinten, ey. Okay, nichts verwirrtes Denken schon wieder. Menschenskinder. Rollt. Hm, ist hier was? Ist hier was? Ja, aber nicht wieder. Das erkennt man an der Textur. Wie der mich anschaut, ey. Boah. War ich hier schon? Nein, das glaube ich nicht, weil da hinten liegt noch jede Menge Gold. Aber ich habe jetzt offenbar hier diese ganzen Räume da geöffnet, die... Nein! Die davor hier halt so versperrt waren, ne? Ja, ich weiß. Oh, was habe ich hier? Seelenstein. Spiel des Falschen. Redekunst verbessert. So muss das sein. Hey, wir haben 240 Gold mehr. Jetzt sind es ein bisschen mehr. So viel, wie ich halt gerade eingesammelt habe. Als am Anfang der Aufnahme. Also ihr seht schon, alles looten. Presse! Alles looten lohnt sich. Und ich halte mich jetzt wieder mal. Oh nein, bitte nicht. Hat der den Typen da gerade gesehen? Auf dem glaube ich, ich habe mich verirrt. Wieder? Einfach nur wieder. Und dein letztes Mal. Ah. Also wenn man sowas sieht, dann kann man die halt auch schon davor... Wo ist der denn nicht mehr? Dann kann man die halt auch schon davor abballern, bevor die überhaupt auferstehen. Und das dann... Ja, aber sobald sie das erste Mal getroffen werden, stehen sie auf. Aber mein,
Manchmal sind die dann auch gleich schon tot. Also die Schwachen zumindest. Nordteil und Gold. Danke sehr. Oh, oh, das ist leer. Boah, ne, ist so verwirrend hier. Ich glaube, jetzt oder muss ich wieder hier lang, oder? Ja, eine. Darüber ist noch mal eine. Gold und was haben wir hier? Wahrscheinlich auch Gold. Da ist nämlich immer nur Gold drin. Und Zaubertränke. So ein Drauger noch. Gold. Speichern wir mal nochmal. Seht ihr das? Platte überspringen. Das sind nämlich die Fallen. Ich war fast drauf getreten. Ne? Pfeil anlegen. Erste Welt. Zweite Welt. Na, so schnell geht das. Drum mag ich den Bogen. Weil bei meinem Schwert hätte ich erst aufstehen müssen. Hätte ich erst aufstehen müssen, dann hätte ich dahin laufen müssen. Wir haben jetzt schon wieder 40 mehr, ne? Also 40 mehr Gold. Geht so immens schnell. So, Frostbiskuit. So, hier noch. Gut, da liegt nichts drin, da liegt nämlich machen wir auch noch was drin. Eine Urne. Der Urne ist Gold, Silberring und Zaubertrank der kleinen Heilung. Ich würde sagen, das war's dann auch für diese Aufnahmesaison. Ich habe jetzt noch genug Parts bis Samstag. Na? Dann sag ich mal. Yay, Schleichen verbessert, genau, das wollte ich sagen. Ah, oh, Mensch, steckt doch die Waffe weg. So. Sag ich mal.